Okay, ja. Was Sie heute Abend hier sehen, ist eine Stückprobe zu Slachseed. Die Katze auf dem heißen Blechdach von Tennessee Williams in einer niederdeutschen Fassung. Wir proben gerade im zweiten Akt interessante Bilder zwischen Bors Papa und Fritz. Das heißt, dem Chef der Reederei und seinem jüngsten Sohn. Finish machen möchte, ist nochmal die Geschichte, wenn Bors Mama reinkommt, Bors Papa ekelt sie raus und Fritz will sich auf die Veranda machen. Diese Geschichte, lasst uns das ganz kurz mal szenisch nochmal rekapitulieren, dass wir dieses Wegtreten der Kurve historisch nochmal setzen und dieses Drehen, ne, nachdem wir hier auf dem Sessel abgelegt wurden. Lass uns das einfach. Oder die Boss, ich habe hier wohl das Stür in die Hand. Hast du das verstorben? Und dann kommt. Genau. Und geh schön weit raus, Wilhelm. Dass du richtig die Diagonale suchst zur Tür. Okay. Das wäre ganz wichtig, dass du immer den Sessel zwischen dir und Boss Mama hast. Okay. Dann gehen wir jetzt ruhig an die Sequenz, wo du mit Fritz hier am Sessel. Und würdest du Inske, Bors Mama einfach. Ja. Ach so, Die hat ja dann ein bisschen was am Text. Okay, dann steigen wir mal bitte an den Herrn. So, was ich die sech? Ich bin hier Woller de Bors. Ich hef hier wer das Stür in die Hand, dass du Bescheid wächst. Und jetzt bist du Bors Mama, ne? Ja. Wichtig wäre bei der Geschichte, dass du ganz nach außen gehst, wenn du dich drehst, in dem Arm, dass du dir nicht über die Kulisse drehst, sondern dass du hier so rausgehst. Ne? Und dann hast du immer genau vor dir. Okay. Do, wat ich die sech? Ich bin hier Woller, der Boss. Ich hef hier Woller das Stür in die Hand, dass du Bescheid willst. Und jetzt kommt uns Mama rein. Wat, wo? Was? Wie wäre das? Sie kommt rein, ja. Und du gehst auf sie zu mit dem. Was, wo du hier, Bors Mama? Oh, Bors Papa, was bellst du hier so rum? Ich hau dir das nicht gut. Hau ab hier! Pam, die Tür wird zugeschlagen. Oh, mein Gott! Du bist hier, du verdammte Schwieger! Ah, 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 gib mir meinen Krück! Wo sitzt du? Oder hör auf mit! Nee, noch nicht. Red nicht! Gib mir die Krück! Oh. Überleg dir lieber, wo du sitzt! Oder hör auf mit suchen. Oh, Bors Papa, genau. Das hat weh! Ich bin mit dem kaputten Foto abgekommen! Freut mich, Goat, freut mich, dass du das noch fühlst! Oder? Ja. Ja. Dass du noch nicht so dumm bist und das noch. Dass du da nicht so dumm bist und das noch fühlst! Du! Hast mir ein Glas umgegorten! Ich muss einen Handel mit dir. Du vertellst mir, wieso du sippst und ich gäf dir ein. Ich schenk die Sips ein in und gäf ihm die. Gäf mir ein Glas und ich vertell dir das. Du sagst mir das zuerst. Ich sag dir das in ein Wort. Was für ein Wort? Ekel. Was ist nun mit meinem Glas? Das, für was ekelst du die? Das wird Ekel allein, macht keinen Sinn. Gib mir meinen Krück. Ja. Du darfst ruhig mehr ran. Und am Anfang, wenn du die Krücke wegtrittst, dann schieb die nochmal weiter weg. Lass dich nicht anstecken durch einen festen Ton. Mach ihr den ganz stark. Lass mal ruhig gehen. Oh mein Gott, ja. Umdrehen, du bleibst hier. Komm, lass uns ruhig nochmal diese Geschichte. Hier! Hey! Oh mein Gott! Du bist hier, du verdammte Schwede! Gib mir meinen Krück! Sag mir nochmal. Wo sitzt du? Weht nicht, gib mir die Krück! Erst sagst du mir, wo du sitzt. Oder hör auf mit Suppen. Boss Papa, das deit weh. Ich bin mit dem kaputten Foto gekommen. Freut mich, dass du noch nicht so dun bist und das noch fällst. Du, ja. Hast mir ein Glas gut gorten.
Ich muss einen Handel mit die. Und dann erst auf die zugehen. Ja. Ich muss einen Handel mit die. Du vertellst mir, wieso du sippst. Nimm ruhig den Sips. Du erzählst mir den Impuls aus der Bewegung. Ich muss einen Handel mit die. Du vertellst mir, wieso du sippst. Und ich schenk dir einen in. Ich schenk dir einen in und gäf ihm die. Gäf mir ein Glas und ich vertell dir das. Du sagst mir das zuerst. Ich vertell dir das in ein Wort. Was für ein Wort? Ekel. Oh. Was ist nun mit dem Glas? Für was ekelst du die? Das Wort Ekel. Allein macht keinen Sinn. Gib mir ein Glas. Gib mir mein Krück. Du hast doch gehört. Erst sagst du mir, wieso du süppst. Ich hab dir doch gesagt, ich möcht mein Ekel doll spülen. Ekel für was? Oh, den Handel ist ossig hart. Das war dieser Tritt gewesen. Da kommst du natürlich von der Seite. Nicht darüber gehen, das ist ganz am Anfang. Wenn du die Krücke wegtrittst, gehst du rum, um die Krücke noch weiter aus seiner Reichweite zu schieben. Und jetzt, wenn der Andreas so weit ist, dass er sagt, den Handel ist ordentlich hart, gehst du ihm ja mehr und trittst. Du musst in Etappen dich wirklich zu ihm hinschweben, Ekel vorwärts. Ja, diese Geschichte. Richtig zu ihm hinschweben. Ja? Wir müssen eine relative Nähe haben, sodass er wirklich ne, den Tritt ansetzen kann. Das ist ganz wichtig. Ja. Und in dem Tritt komme ich ja dann auch von da. Ne? Du kommst von da. Und das war ja jetzt. Das war jetzt genau die Geschichte. Und tritt ihm das nochmal weg. Lass uns ruhig diese Geschichte nochmal. Ne? Ja? Hat man auch die Chance, eben das nochmal. Und zu diesem Zeitpunkt, wenn da die Tür zu ist, sobald Wilhelm ja hier auf Thors Mama zugeht hier und zur Tür zugeht, stehst du ja schon auf. Weißt du, nicht erst aufstehen, wenn die Tür knallt. Das willst du nicht schaffen. Ja, du kannst nicht schnell aufstehen, Krücke nehmen, drehen, oh mein Gott, und gehen. Mhm. Ja? Also, dann will er hier, hau endlich ab! Ne? Das ist ja diese Geschichte, da geht er hier raus. Da kannst du schon aktiv werden. Ja, dass du genügend Zeit hast. Okay, bitte, lass uns das nochmal machen. Boss Mama wird. Hau ab hier! Oh mein Gott! Verdammte Schwiniak! Oh, gib mir den Krück! Wo sitzt du? Denk nicht! Gib mir die Krück! Überleg die Leber, wieso du süppst, oder hör auf mit Suppen! Oh, ja. Was, Papa? Das wesentlich die Kraft raus. Es muss gefährlicher sein. Es darf andere schreien nicht mit. Schreien überhaupt nicht. Okay. Und gar nicht so schnell. Gar nicht so. Oh mein Gott! Und drehen und laufen. Nicht schon da so viel Geländegewinn gemacht haben, weißt du? Verstehe. Sonst bist du ja weg. Sonst bist du weg. Das bist du. Ja. Und wir sind jetzt nochmal hier, hau endlich ab, dann schließt du schon. Weil die Krücke schon unterm Arme, oh mein Gott, sich abwenden von den Eltern, da steckt ja auch dran, weißt du? Abwenden von diesem Bier. Das ist ja das Ding, oh mein Gott. Er dreht sich nur um und hat den Text. Und wenn du ihm hinterher rennst, das ist ja motorisch dann eine ganz schnelle Handlung. Auch ganz hart. Krücke wegtreten und locker. Und weich auch. Bleib unten. Okay, ja. Das ist ja noch gefährlicher. Weißt du, das ist ja gerade. Muss er erstmal von da oben runterkommen. Genau. Hol sie hier raus und dann. Ja? Aber anders wolltest du noch was sagen? Dass du einfach noch so rübergehst oder so, dann kann ich. Dass du hier stehst. Ja, aber da, das war auch endlich ab. Das kann ich nämlich schon mal so an die Krücke machen. Genau. Das war er früher auch. Ich sag, glaube ich, Bossmama. Was für ein Dübel wohnst du hier, Bossmama? Und dann stehst du vor ihr. Dann stehst du aber schon hier. Ja? Mit dem Satz rennst du ja vor sie. Wir müssen sie heute markieren. Okay, bitte. Was für ein Dübel wohnst du hier, Bossmama? Oh, Bosspapa, was bölkst du hier so rum? Ich hol das nicht gut. Au! Au!
Schlaf hier! Zur Zeit, Block, die Tür fliegt zu. Oh mein Gott! Ja. Verdammte Schwinja! Oh, mein Krück! Geh mir mein Krück! Wo so sitzt du? Wo? Gib mir mein Krück, Wolle! Weg nicht, ich will die Krück! Überleg die Leber, wo so du sitzt. Oh, was? Oder hör Fuglitz zu. Was, Papa? Das hat dein Weh! Ich will mit dem kaputten Foto kommen! Na schön! Frag mich, dass du doch nicht so dumm bist! Und das noch füllst! Du! Hast mir ein Glas gut gehalten! Ich mach einen Handel mit dir. Und jetzt du? Mit dem du erst den Impuls setzt. Ich mach einen Handel mit dir. Du vertellst mir, wo so du sippst. Und ich gelf ihm die. Ich schenk die einen in und gelf ihm die. Versuch mal diese Impulse auch mit der Motorik zu bringen. Wir machen einen Handel.